Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier mal wieder mit einem Replay, was ich so sonst nicht häufig im Programm habe, und zwar einer ATI. Ja, wir sehen hier die Badge 155-55 auf der KATI El Haluf. Und ja, ansonsten 10er, 9er, 8er Gefecht, also für eine ATI würde ich sagen, nichts Außergewöhnliches oder nichts Besonderes. Die Teams selber sind ausgeglichen. Deren 10er, die IS-7, ist jetzt nicht so, oder der IS-7 und der T-34 sind jetzt eher so mau, aber ansonsten ist alles im Mittelfeld und im Rahmen des Erträglichen. Klassischerweise geht er jetzt natürlich auf den AT-Spot bei K4-5. Und dann schauen wir doch gleich mal und sehen, was er so treibt. Und natürlich typischerweise schon der erste Scout offen, aber das wird ihn noch nicht großartig interessieren. Und da ist jetzt eine Torte offen. Und mal schauen. Ganz, ganz, ganz einzoomen. Lässt sich hier viel Zeit, schießt. Ja, erste Torte direkt weg. Und das aus dem Winkel hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht erwartet. Ich dachte schon, dass er zumindest trifft und zwar Schaden macht, aber gleich 1000 ist aller Ehren wert. So, jetzt schwenkt er gen Norden. Natürlich der Vorteil an der ATI und schießt doch direkt und macht auch die Lorraine weg. Wow, was ich sagen wollte, natürlich der Vorteil an der ATI, dass sich die ATI nicht bewegen muss, sondern durch den drehbaren Turm da variabel ist und nicht so viel Probleme mehr mit dem Fadenkreuz hat, wie vielleicht dann doch die ein oder andere ATI. Aber Lorraine direkt auch mit einem Schuss, also hatte zwar in Anführungszeichen nur noch 700, aber hätte ich nicht erwartet. Alter Schwede, ist das ein Paradies da oben. Warten, bis eingezoomt ist und schauen. Schau mal, was er trifft, wie viel er trifft oder was er trifft. Ah, knapp daneben. Schade aber auch. Jetzt stellt er sich ein bisschen um. Mal schauen, ob er damit jetzt mehr Erfolg hat. Weil da oben, das ist natürlich an sich ein Traumgebiet. Leider nichts mehr offen. Die Frage, riskiert er Blindshot? Das ist natürlich schon sehr blind. Keiner kriegt da was auf. Schade darum. Objekt steht aber wiederum sehr, sehr, sehr frei. Bis jetzt beeindruckend. 3 Kills gemacht im Team. Davon hat er 2. Oh, jetzt da oben sind sie alle. Oh, der Tiger ist natürlich auch ein sehr, sehr schönes Ziel. Wenn der so stehen bleibt, dann... Er zoomt jetzt hier auch wirklich komplett ein, wartet ganz, ganz, ganz lange. Und jetzt kommt der Schuss und 541 Schaden, griechischer Treffer, die Kette gezogen. Der hilft hier natürlich oben weiter, weil nur da ist es jetzt so, dass, wo hier das Spiel auch entschieden wird. Weil wenn der Norden fällt, dann war es das auch. VK ist ein Monster. Schade, dass er jetzt direkt wieder zu ist. Hat einen Blindshot gemacht auf den Tiger, hat wohl auch wieder getroffen. Aber diesmal kein so hoher Schaden wie anfangs gesehen. Der E5 und der Jagdtiger sind die einzigen haltenden Panzer. Jetzt pushen sie da durch. E5 muss sich ein bisschen zurückziehen und deswegen zoomt er jetzt auch hier folgerichtig ein. Hoffentlich kriegt er den guten Schuss, weil damit würde er dem sehr stark helfen. Jetzt kommt der Schuss. Ah, schade, nur 263 Schaden. Das hätte natürlich ein bisschen mehr sein dürfen. Jetzt nimmt er wieder eine etwas erhöhte Stellung ein. Aber wie gesagt, er muss da auf die Panzer drauf. Ich würde eher nach links schießen, aber gut, das ist natürlich sein Bier. Ja, genau. Hätte er vielleicht gar nicht so weit fahren müssen. So, er schießt wieder mal um die 3 Sekunden und der... Ah, er schießt drüber! Heidi Witzka, war das eng. Hätte der getroffen, wäre er definitiv weg gewesen.
So, und er zoomt wieder nach oben, aber wie gesagt, genau richtig, weil hier ist nach wie vor die Krux. Jagdtiger kommt da nicht drauf. Außer er bewegt sich jetzt dementsprechend. Das macht er sogar. Ganz spannend. Entsteht der seitlich. Das könnte natürlich ein richtig schöner Hit werden. Und er schießt. 1471 Schaden. Das ist natürlich für jeden Spieler im Panzer das Ärgerlichste, was passieren kann. Also da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn jetzt da ein Fluch oder ein Flame aufkommen würde. Aber wie gesagt, der Norden, IS-3 rappelvoll, will ihn jetzt umfahren. Oh, und VK ist auch da. Ja, scheiße. Macht er den Schuss? Genau. Komm, 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 komm. Ah, in Anführungszeichen nur 548 Schaden. Da hat er uns schon mit höheren Zahlen verwöhnt. Aber wichtig, dass er überhaupt getroffen hat. Das Team wiederum hat bis jetzt ganz gut gepusht. Also stehen auch schon fast in der Basis oder tun es schon viel mehr. Der Tiger. Da ist der Schuss raus. Er dreht sich ein bisschen zur Seite. Ah, ganz knapp. Aber VK immer diese Arti schlimm, als ob ich es gewusst hätte. Natürlich kein Flame, aber eine gewisse Nichtbegeisterung drückt er damit auch auf jeden Fall aus. Und wie gesagt, ich glaube, jeder von uns kennt es. Keiner freut sich über sowas. So, jetzt kommt der IS-7 da hoch. Wenn der jetzt nochmal offen ist, der wäre wichtig, weil da könnte er gut helfen. Objekt das gleiche, aber auch. Objekt ist natürlich ein super schönes Ziel jetzt so von der Seite. Macht jetzt wiederum den Tiger weg. Schade darum. Der Schuss ist raus. Ach, so ganz eng davor zu setzen. Und gerade, dass er dann auch noch zurückfahrt. Ärgerlichst. Aber es schaut gerade wirklich gut aus. 11-8 steht's. Die anderen haben zwar noch Tier 10 Kampfpanzer, beziehungsweise TD und einen Kampfpanzer, wenn man es so sagen will. Aber sie haben ja auch noch einen Jagdpanzer. Der IS-7, der wäre jetzt ein richtig schönes Ding, wenn er da den Hit drauf bekommen würde. Ja, und? Schön die Seite getroffen. 468 Schaden. Ganz wichtig, dass der IS-7 natürlich ein bisschen von seinem HP-Pool einbußen muss. Mich wundert nur, wo ist der VK hin? Dass der noch gar nicht irgendwie weiter in Erscheinung getreten ist. IS-3 fährt jetzt Richtung AMX 5000. Das muss man natürlich drauf haben, als AC-Spieler gut vorhalten können, um auch dann zu treffen. Schade, der muss aber ganz knapp daneben gewesen sein. Wiederum, die andere AT in seinem Team hat ihn aber wegmachen können. IS-3 ist raus dafür. Jetzt fallen sie aber hier wie am Spieß, kann man schon fast sagen. Jetzt fährt das Objekt perfekt zurück, dass er auch noch vielleicht einen Hit drauf bekommen kann. Nee, doch nicht. Oh, der könnte gut. Der hat getroffen, definitiv. Die Frage ist nur, wie hoch war der Hit? Aber er war definitiv drin. So, jetzt ist der VK da unten noch. Steht aber in einem super doofen Winkel, da kann er nicht viel unterstützen. Oben ist das Objekt wieder offen. Würde ich eher aufs Objekt gehen, weil, ja, der VK, der ist nicht so störend im Sinne von, da ist noch ein voller IS-3, ein voller Jagdpanzer. Also da lieber auf das Objekt gegangen. Wobei, Objekt ist tot. Durch die AT schöner Blindshot scheinbar. Nice gemacht. Ja, und jetzt rushen sie den VK. Angezeigter Schaden 4.500. In der Endauswertung werdet ihr sehen, es war definitiv mehr. Also von dem her eine super schön gespielte Runde. Panzer Ass mehr als verdient. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da. Und wie gesagt, nach wie vor denkt an die Kommentare. Ende des Monats gibt's wieder Gold. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Alcaramba.